Herr Minister, auf diese neuen Verkehrstechnologien, wie zum Beispiel selbstfahrende Minibusse, werden ja große Hoffnungen gesetzt. Ist das für Sie wirklich die Zukunft auch des öffentlichen Verkehrs? Ja, man kann davon ausgehen, dass sich im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge unglaubliche Entwicklungen ergeben werden. Und das ist natürlich auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs dann etwas, was sehr, sehr interessant werden wird. Und ich denke schon, dass sich das auf Dauer durchsetzen könnte. Wiewohl man sagen muss, etwas wird schon noch dauern. Gleichgültig von welcher Technologie wir reden, es wird ja immer schwierig werden, Gewinne zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel kleine Dörfer oder auch kleinere Städte und Orte anfährt mit solchen Geräten, das sagen ja die Unternehmen ganz klar. Das heißt, es muss jemand finanzieren. Wird das das Verkehrsministerium sein oder wird es das mittragen? Ja, das Verkehrsministerium wird auf jeden Fall mal Versuche in diese Richtung unterstützen. Wir werden auch Testumgebungen bewilligen. Wir werden die Möglichkeit schaffen, zu überprüfen, was geht, was nicht geht. Und wir unterstützen natürlich auch fortschrittliche Technologien, neue Ideen. Da bemühen wir uns schon. Aber für einen Dauerbetrieb fühlen Sie sich nicht zuständig, dann auch mitzufinanzieren, sodass das auch umgesetzt werden kann? Ja, der Dauerbetrieb ist einmal Sache der Verkehrsverbünde und wir verhandeln ja mit den Verkehrsverbünden über Finanzierungsmöglichkeiten, wir verhandeln mit den Ländern über die Rahmenpläne, die es gibt, also da gibt es schon Möglichkeiten. Es interessieren sich ja jetzt viele auch für den öffentlichen Verkehr, von denen man das niemals gedacht hätte, die Autoindustrie plötzlich, Internetgiganten, alle wollen da irgendwie mitmischen. Wie ist denn Ihre politische Meinung, wer soll da, um im Bild zu bleiben, künftig das Steuer in der Hand haben? Naja, also Hauptträger von Verkehr sollte meines Erachtens öffentlicher Verkehr sein. Das ist die Antwort auf viele Probleme, die wir haben, verkehrspolitisch, umweltpolitisch, gesundheitspolitisch. Und da ist natürlich schon die Öffentlichkeit in Verantwortung. Es ist Daseinsvorsorge und darum geht's. Schlussfrage. Was erwarten Sie von Tagungen wie eben diesen Salzburger Verkehrstagen? Was erwarten Sie da von den Experten? Ich erwarte mir tolle Ideen. Und mein Motto in der Verkehrspolitik ist weiter, immer weiter und darum geht's.